Wir sind Rico und Tanja. Zusammen mit unseren Hunden Elli, Lulu und Lina reisen wir in unserem Allradwohnmobil namens Fredo. Wir wollen Europa und die angrenzenden Länder erkunden. Aus diesem Grund haben wir nach 13 Jahren Selbstständigkeit unsere Firma verkauft und sind Ende 2022 gestartet. Folgt uns gerne auf unserem neuen Weg raus aus allem, was wir kennen und raus aus unserer Komfortzone. Hier ist mal das Gute-Morgen-Interview mit Herrn Walewski und Frau Janssen. Frau Janssen fragt, Herr Walewski antwortet. Die Freedom People Morgenshow. Genau. Herr Walewski, wir waren in Sidi Ifni gestern angekommen. Ja. Was ist dir als erstes aufgefallen? Oh. Ich habe den Eindruck, Küste können die nicht. Also wir sind ja dahin gefahren auf Empfehlung anderer Camper, die wir unterwegs getroffen haben. Und hatten das vorher ja auch schon als südlichsten Punkt irgendwie markiert. Aber vielleicht war es mal schön, jetzt ist es nicht mehr schön. Wie hat dir denn der Strandspaziergang gefallen? Der Strandspaziergang war toll. Man musste gucken, dass man ein bisschen Sand erwischt zwischen dem ganzen Müll. Und das war Müll, der nicht vom Meer kam, augenscheinlich. Also nicht sehr klein gerieben, sondern irgendwie so an den Rand der Stadt gekippt. Ja. Und dann verteilt durch Möwen, Straßenhunde etc. Also man liest das auch immer in entsprechenden Foren, wenn die, das hattest du vorhin auch schon mal zu Martin gesagt, wenn die nicht aufpassen, weil das immer mehr Touristen schreiben mit dem Müll und dem ganzen Kram, dann war es das irgendwann bald mal mit Tourismus hier für die, dann kommen nämlich immer weniger, ja, haben weil schon die da einfach keine Lust drauf haben. Dann haben sie in den schönen Ecken im Landesinneren noch Tourismus, aber hier an der Küste wird das dann, glaube ich, vielleicht noch ein paar Einheimische interessieren, die sich Tourismus leisten können. Haben auch schon viele Reisende gesagt, die auch schon oft in Marokko waren, ne? Ja. Dass sie bald keine Lust mehr haben, weil es ja echt nicht schön ist. Also schreib mal den Campingplatz. Wie hat er dir gefallen in Sidi Ifni, der uns empfohlen wurde? Ja, super. Also, ja, wie soll ich da anfangen? Man stand irgendwie zugewiesen wie auf einer freien Parkfläche. Alles war sehr löchrig, sehr sandig, also irgendwann mal wahrscheinlich befestigt gewesen. Und, aber ja, nicht gepflegt. Nicht gepflegt der Platz. Ja, völlig total zugestellt, chaotisch zugestellt. Die vorwiegend französischen Camper akzeptierten überhaupt gar nicht den eigentlich stilles Gesetz in der Camping-Szene. Der Bereich vor deinem Camper ist dein Place to be. Ja, die latschen direkt vor der Tür entlang so die ganze über Zeit. Über den Teppich und gucken dir so rein. Und ja, das ist immer für uns nervig, weil die Hunde dann jedes Mal eskalieren. Genau. Der Müllplatz voll über. Voll über stank und ach, es war gruselig. Genau. Und warum konnten wir nicht freistehen hier in dem Bereich oder warum ist es hier so schwierig an der Küste? Also das ist hier speziell im Süden weiter sehr kompliziert, weil die Campingplatzbetreiber zum großen Teil, wie wir erfahren haben, ehemalige Armeeangestellte waren bzw. sind. Und die haben mit der örtlichen Polizei ein schönes Agreement, dass die dann nachts kommen und sagen, hier dürfen sie nicht stehen und zu den Campingplätzen schicken. Genau. Aber da gibt es auch einen einfachen Trick. Haben wir jetzt auch schon gehört, dass du sagst, ja, Auto kaputt, warte auf Mechaniker, kommt morgen und dann lassen sie dich auch in Ruhe. Wenn du Glück hast. Aber das Blöde ist halt, dass die nicht einfach irgendwann abends kommen und sagen, du musst da weg, sondern damit es dir wehtut und du es nicht nochmal tust, die kommen immer nachts um 12:30. Genau. So, und wenn du dann irgendeinen Schotterweg oder irgendwo lang gefahren willst, die willst du im Dunkeln ja nicht wieder zurück. Deswegen lassen wir das. Wir probieren das jetzt nochmal südlich von Agadir, ob es da. Ja, wir haben. Ja, das ist unsere Erfahrung jetzt wieder an der Küste. Wir haben uns schon ein bisschen geärgert, dass wir nicht doch länger in Tafur geblieben sind, wo es so schön war. Ja. Die Bergleute haben einfach, ich weiß auch nicht, die kümmern sich ein bisschen mehr um ihre Natur.
Aber gut, jetzt haben wir so entschieden, jetzt handeln wir die Küste aber ab, gucken mal, ob es angeblich soll es Richtung Essaouira wirklich schöner werden und auch noch gepflegter sein. Das werden wir dann mal sehen, ob das dann stimmt. Lulu sitzt auf meinem Schoß. Ob das wirklich stimmt oder ob wir da den gleichen Müll erleben. We will see. Abenteuerlich. Der Renault macht sein eigenes Ding. Ja, der fährt mal rechts, mal links. Wird abgeschleppt und schlenkert. Wie blöd hin und her. Naja. So ist das. So ist das eben. Da wird ein bisschen von Fahrrad Meier eine Anhängekupplung besorgt, ein bisschen Tüdeldraht und dann geht das schon. Dann geht das los. Guck, jetzt geht er wieder. So, Fredo kriegt heute meine Wäsche. Das ist mal wieder nötig. Sah wirklich schlimm aus. Ich hoffe, das geht alles gut. Wir stehen jetzt hier, weiß ich nicht, 10 Kilometer vor Agadir oder so, haben einen schönen Freistehplatz gefunden am Meer und hoffen, dass wir hier nicht vertrieben werden. Rico hat ein bisschen gearbeitet, ich habe den ganzen Nachmittag gearbeitet an meiner Ernährungsberatung. Ich bin ja Ernährungsberaterin. Und da hinten, ganz in der Ferne, ihr könnt es noch nicht erkennen, kommt unser Freund Oliver, den wir hier in Marokko kennengelernt haben und den wir hier auch, der in der Nähe war und den wir zu diesem Spot gelotst haben. Dann können wir doch hier heute Nacht gemeinsam stehen. Da kommt er näher. Es ist ein Ungetüm. 22 Tonnen. Da ist, kommt der Olli. Ist das ein MAN? MAN. Ja, 22 Tonnen auf MAN. 6x6. 6x6 Bereifung. Den haben wir immer in der Hinterhand, wenn wir uns hier mal irgendwo festfahren und er ist in der Nähe, dann zieht er uns raus, hat er gesagt. Aber jetzt seht ihr so langsam, das ist kein kleines Auto. Nach kurzer Zeit kam tatsächlich eine Delegation mit Bürgermeister, Polizei, Chef des Ortes und 10 anderen Personen. Nach einiger Verhandlung wurde uns aber erlaubt, eine Nacht dort stehen zu bleiben. Allerdings auch nur, weil wir behauptet haben, der Campingplatz wäre voll. Wir haben dann an anderer Stelle an der Küste noch eine weitere Nacht mit Olli freigestanden und haben in der Zeit nicht gefilmt, sondern die Zeit einfach genossen. Dort war es sehr ruhig und außer ein paar Straßenhunden nicht viel los. Danach haben sich unsere Wege getrennt. Olli wollte an einen Stausee und wir sind weitergefahren in Richtung Essaouira, über Tagasud in Richtung Essaouira. Das war eine wunderschöne Fahrt entlang der Küste.
Ampel da nicht rein. Nee, in die Kakteen würde ich auch nicht laufen, Hunde. Das wäre nicht so gut, ne? Das tut weh. Genau. Ja, weiter geht's. Wir sind jetzt in der Nähe von Essaouira. Einem wunderschönen Campingplatz im Wald. Esprit Nature. Esprit Nature heißt der Campingplatz. Tolle Anlage. Werbung. Ja, unbezahlte Werbung. Super schön angelegt. Europäischer Standard, aber sehr in die Natur gepflanzt. Gepflanzt sozusagen. Also sehr, sind zwar Parzellen, aber ist im Grunde wie freistehen gegen Bezahlung mit Waschhaus. Ja, schön bepflanzt. Richtig schön bepflanzt. Mit Blumen. Genau. Und es gibt jetzt einen Weg, der dauert wohl so dreiviertel Stunde, Stunde Spaziergang. Einmal durch den Wald, den sie blau markiert haben. Blauen Zeichen an den Bäumen, dass man sich nicht verläuft. Den gehen wir jetzt mal mit den Hunden ab und bewundern hier die Natur. Herr Walewski, warum humpeln Sie? Ich weiß es nicht. Wenn wir das wüssten, ne? Seit einer Woche habe ich was mit den Füßen. Erst rechts, dann links. Ja, gut. Das eine wissen wir, was es ist, aber was es jetzt da links ist. Es nervt. Irgendwas an der Achillessehne, sagst du, ne? Ja. Und immer was weh tut, nervt es. Genau. Naja, deswegen machen wir heute mal ein bisschen langsam. Dann wird der Fuß gleich mal hochgelegt. Das ist, glaube ich, ganz gut. Die Arganbäume haben richtig fiese Stacheln. Immer an den Spitzen von den Zweigen. Sieht man das? Hier ist zum Beispiel eins. Und hier kann man das ganz gut sehen. Kann sich auch prima das Auto dran zerkratzen. Wenn man hier irgendwo wild steht, muss man immer genau aufpassen. Oder wenn so abgebrochene Zweige auf dem Boden liegen, da tritt man auch besser nicht rein. Es ist wirklich so hart wie ein Zweig, aber total spitz. Ellie hat ein Stück Wirbelsäule gefunden. So, da Ricos Fuß noch ziemlich rummockt, machen wir jetzt unsere Runde hier morgens im Wald mal alleine, damit er den Fuß ein bisschen hochlegen kann, was er hoffentlich auch tut. Und ich muss sagen, in diesem Licht ist das noch mal viel schöner als gestern. Ist auch nicht so heiß, das heißt, ich kann mit den Hunden mal ein bisschen weitergehen. Natürlich trotzdem Wasser mit, aber ich glaube, das wird ganz schön. Ja, und jetzt müssen wir natürlich auch überlegen, was wir machen. Also eigentlich war auf dem Plan gestern den Fuß schonen, heute Essaouira angucken, dann Richtung Marrakesch fahren, da soll ein sehr besonderer Campingplatz sein, da ein paar Tage stehen und zwischendurch nach Marrakesch reinfahren. Das war der Plan. Aber wenn das mit dem Fuß jetzt so gar nicht besser wird oder sogar schlechter, dann müssen wir natürlich überlegen, dass wir vielleicht doch Marokko früher verlassen als geplant, viel früher verlassen als geplant, um das dann auch medizinisch abklären zu lassen, weil das können wir hier auf keinen Fall. Das haben wir schon gehört, also das machen wir hier nicht. Von daher müssen wir heute vielleicht nochmal abwarten, was sich ergibt, ob es sich ein bisschen bessert, ob es sich noch verschlechtert. Mal gucken, ob wir vielleicht sonst eher Richtung Tangamet und Fähre fahren. We will see.
Mädels, geht mal nach hinten, bitte. Hinten. Die Hunde wurden gerade ganz stutzig. Und ich auch. Ich dachte, da kommt ein Mensch und habe deswegen mal angeleint, weil ich hörte Schritte. Aber, Lulu, hinten. Es ist gar kein Mensch. Mal gucken, ob ich das auf die Kamera kriege. Ich glaube, die sind nicht so schreckhaft mit Hunden. Was wir hier gerade im Wald entdecken, beziehungsweise die Hunde. Seht ihr es schon oder blendet euch die Sonne? Zwischen den Bäumen guckt uns ein Dromedar an. Es hat aber die Vorderläufe gefesselt, also ich habe gerade kurz überlegt, ob Dromedare gefährlich sind. Lulu, deine Leine ist natürlich. Das hilft dir jetzt gerade gar nicht beim Filmen. So. Ich habe gerade kurz überlegt, ob die gefährlich sind. Aber gut, mit den gefesselten Beinen kann es uns ja nun wirklich nichts tun. Und hier noch mehr, nicht, dass mich von rechts aus überrennt. Guten Morgen. Na du? Was machst du da? Fressen? Bist du ganz alleine? Seid ihr nicht Herdentiere? Nee, kein anderes mehr zu sehen. Das war's. Wir sind jetzt gerade nach Essaouira reingefahren. Hier wollen wir jetzt gleich mal in die Medina bummeln. Wir sind gerade auf dem Weg zu dem bewachten Parkplatz, der sogar überdacht sein soll. Das wäre natürlich schön mit Schatten für die Hunde. Nur mal gucken, ob wir da reinpassen. Aber von den Bildern her waren da ja ganz hohe Fahrzeuge drin. Stimmt? Ja, große. Genau. Und hier ist Kunst an der Straßenlaterne und wir haben schon mehrere Leute joggen sehen. Ne? Laufgruppen. Also sowas sieht man ja normalerweise gar nicht, weil die Leute mit anderen Sachen beschäftigt sind. Also diese Straßenlaternen finde ich den Knaller, muss ich ehrlich sagen. Ja, genau. Also es ist eine richtig dekorierte, offensichtlich wohlhabende Stadt hier. Finde ich richtig gut. Ja, wir sind mal gespannt. Und es soll auch ein anderer Vibe herrschen als zum Beispiel in Fes. Also es soll sehr viel entspannter sein und nicht so eine Abzocke und auf gar überhaupt gar nicht gefährlich. Ja, deswegen sind wir ganz positiv gestimmt. Der Auftrag ist heute noch 1 Liter Arganöl zu kaufen. Ja, yeah, weil das schmeckt gut. Ja, das schmeckt gut, vor allem im Brot oder mit Brot und im Brotteig drin. Und das wollen wir dann mal hinkriegen, ohne uns über den Tisch ziehen zu lassen. Wir haben schon mal geguckt. Schauen wir mal. Also 1 Liter sollte zwischen 200 und 300 Dirham kosten, also zwischen, jetzt ganz blöd, ganz gerade gerechnet zwischen 20 und 30 Euro. In Deutschland ist der Literpreis, glaube ich, bei 78 Euro. Ja. Habe ich gegoogelt. Also wenn wir 500 Dirham bezahlen, sind wir immer noch gut. Ja, genau. Aber wir versuchen mal unser Bestes. Und vielleicht noch einen Korb für Obst. Oh ja. Na, aber sonst kaufe ich den in Marrakesch. Mal gucken, was wir hier überhaupt so finden für Läden. Jetzt erstmal, was hast du für einen Saft? Wie heißt das? Zuckerrohrsaft? Zuckerrohrsaft. Und ich habe mir einen Granatapfelsaft geholt. Zur Erfrischung. Yeah.
gefällt es dir denn hier so? Hier ist es sehr schön. Schön sauber, ne? Sauber, ruhig. Leute sind mäßig aufdringlich. Ja. Wenn man nicht zu lange stehen bleibt, um sich was anzugucken, ja, geht's, ne? Mäßig bis gar nicht, würde ich sagen. Mäßig bis gar nicht, genau. Und trotz der vielen Leute ist es ruhig. Richtig. Wir haben schon Arganöl gekriegt. Ein Liter für 400. 300 hatten wir uns eigentlich gesetzt, allerdings ist dieses wirklich handgemacht. Ich habe gerade dazu geguckt und ich durfte es probieren und es schmeckte wirklich besser als das, was ich schon gekauft habe, ja, im Trafraut. Hier wird auch wieder vorgeführt Mandelmus und Steinmühle. Arganöl, aber die machen Mandelmus. Ja, brauchen wir auch noch. Ja, stimmt, wollen wir auch noch kaufen, ne? Ja, aber es ist heiß. Hat ich wieder so in die Hand gedrückt? Ja. Und es kommt gerade aus der Fritte? Ja. So, wie hast du jetzt unser volle Hände und heiße Fingerproblem gelöst? Ich habe einfach einem alten Herrn einen Kringel geschenkt. Der hat sich sehr gefreut. Genau, er kam mit erhobenen Fingern und wollte wahrscheinlich ein Bier haben. Ja. Aber wir hatten keine Hände frei, um noch Geld zu wählen. Also hat er jetzt einen Kringel bekommen und hat sich gefreut. Gleich was zu essen. Genau. Dann sind wir wieder raus aus der Medina. Noch ein Säftchen? Nee, zwei Säfte reichen. Ich habe einen Saftbauch. Und jetzt wollen wir mal wieder zu Fredo gehen und gucken, was die Doggos machen. Ob es denen gut geht, genau. Na klar geht's denen gut. So, jetzt gibt es erstmal noch für jeden zwei Stück Bananenbrot. Na? Ja, mit Mandelmus. Kurze Social-Media-Pause. Und dann fahren wir weiter Richtung Marrakesch. Ist aber schön hier, ne? Sehr schön. Ja, hat uns gefallen. Korb haben wir jetzt noch nicht gekriegt, aber wir haben Mandelmus und Arganöl. Und nach dem Korb gucken wir dann in Marrakesch mal. Oder irgendwo unterwegs. Wir brauchen einen Korb für Gemüse. Ich sag gerade, meine Augen haben hier in Afrika so gelernt, in Marokko Dinge zu erfassen, gerade in den Städten. So parkende Autos, entgegengesetzt fahrende Fahrzeuge, Fußgänger, Fahrradfahrer, die aus der Seite schießen, Eselkarren. Wenn man jetzt so einen Bogen mir gibt, womit müssen Sie in dieser Situation rechnen? Wie bei so Fahrschulfragebögen früher, da könnte ich 1000 Sachen aufzählen. Da gibt es nicht nur A, B oder C. Das ist, da rollt nicht nur der Ball auf die Straße. Da hier rollt alles auf der Straße. Wir steuerten dann den Stellplatz der Familie Schatz an. Das Ehepaar Reinhard und Aisha Schatz, er Deutscher und sie Marokkanerin, wechseln ihren Lebensmittelpunkt seit vielen, vielen Jahren halbjährlich zwischen Deutschland und Marokko. Wenn sie in den Wintermonaten hier sind, kann man bei ihnen auf ihrem 14.000 Quadratmeter Grundstück direkt neben ihrem Schloss campen. Und die Abendveranstaltungen wurden uns empfohlen. Edo wird wie duscht. Was gelegt? Saufen hier gerade ab. Die ganze Straße steht schon unter Wasser vom Campingplatz und es drinnt hier nur so an Fredo runter. Es ist unfassbar viel Wasser, ne? Und die Leute hier sind wie immer glücklich und wir so wie immer so semi. Wir freuen uns zwar, dass sie hier Wasser kriegen, weil es dringend benötigt wird. Ja, ja, bla bla. Ja, man könnte ja wegfahren, aber wo willst du? Aber wir haben keinen Bock drauf.
einfach stehen bleiben. Ja, wir können die gerade nicht davor weglaufen. Die Hunde stecken nach der zweiten Runde wieder in den Bademänteln. Ja. Wir haben auch so überhaupt gar keinen Bock auf das Wetter. Liedchen ist irgendwo hier hinten. Aber jeder Liter, der runterkommt, ist wichtig. Ja, Rico sagt gerade, jeder Liter, der runterkommt, ist wichtig für hier. Uns steht es trotzdem aufs Gemüt, ne? Ja. Nö. Nützt ja nichts. Hilft nichts. Auch Olli ist wieder zu uns gestoßen, denn wir wollen uns Marrakesch gemeinsam ansehen. Allerdings möchten wir erstmal abwarten, bis der Regen nachlässt und abends zunächst noch die Abendveranstaltung der Familie Schatz besuchen. TV, da wir jetzt schon wieder fertig gefrühstückt haben und alles erledigt und wieder vergessen haben, die GoPro aufzubauen, wieder mal im Auto. Sorry. Ja, Frühstücksfernsehen, Frühstücksblog von Freedom People. Genau, nach dem Frühstück. Wo geht's hin heute, Frau Jansen? Wir fahren heute nach Marrakesch rein, weil wir sind nur 30 Minuten vor Marrakesch auf einem Stellplatz gewesen, fahren jetzt da rein, es ist 11:30 Uhr. Wir fahren da aber auch auf einen Stellplatz, einfach weil der sicher ist zum Parken, und wollen uns dann mal die Stadt angucken. Und je nachdem, ob es uns da zu hektisch ist oder zu laut oder irgendwie unangenehm, dann fahren wir halt nach 1-2 Stunden wieder raus. Und wenn es uns da super gut gefallen sollte, dann bleiben wir da vielleicht sogar über Nacht. Aber das entscheiden wir tatsächlich aus der Situation heraus. Korrekt? Ja. Wir können vielleicht nochmal für Marokko-Reisende, die ab und zu auch mal eine Infrastruktur wünschen. Also vor den Toren von Marrakesch gibt es die Familie Schatz. Eine ganz liebe, herzliche, hessische Familie. Er ist Deutscher, sie ist Marokkanerin, die Aisha. Man wird sofort in die Familie aufgenommen. Das ist also ein ganz schönes Gefühl. Man hat Duschen, man hat tolle Stellplätze, man hat Strom, man hat Wasser. Bei Bedarf gibt es eine Waschmaschine. Abends kann man sich Essen anschließen bei der Familie. Da wird ganz toll marokkanisch gekocht. Allerdings sind die immer von November bis April in Marokko. Und von April bis November sind sie wieder in Deutschland. Also über die Wintermonate Familie Schatz in Marokko eine Reise wert. Genau, findet ihr bei Google auch unter Marrakesch-Reisen Familie Schatz. Ist ein Fähnchen in Google Maps drin, könnt ihr anklicken. Findet ihr auch bei Park4Night. Lohnt sich, ist ein Erlebnis tatsächlich. Die haben da sich ein Schloss gebaut. Ja. Und drumherum, ich glaube, 25 Wohnmobilstellplätze. Man kann nicht reservieren, es ist aber meistens was frei. Einfach hinfahren. Und sehr viele, die da nur 2 Nächte bleiben wollen, sind statt 2 Monate. Also es ist wirklich, wirklich gut da. Ja, sehr schön. Und dann wollen wir mal gucken, was Marrakesch uns heute bringt und wie auch Herr Walewski sich da fühlt, ne? Ich will es versuchen. Genau, wir werden sehen. Oh!
Hunde. Achadu an la ilaha illallah. Ich habe euch unseren Marrakesch-Ausflug im Originalton hier im Video gelassen. So versteht ihr vielleicht, warum wir die Stadt nach 2,5 Stunden direkt wieder verlassen haben. Am meisten haben uns die Motorroller gestört, die durch die engen Gassen gefahren sind. Ihr habt die Bilder gesehen. Man konnte nicht in Ruhe gucken, man hatte permanent das Gefühl, man wird gleich überfahren. Das war nichts für uns. So, nach dem kurzen Ausflug nach Marrakesch rein, sind wir jetzt wieder in der Natur unterwegs, was uns viel, viel besser gefällt. Ja. I got a lot of lessons left to learn. But I'm not even close. Through my inhibition, I've become quite sure that I love you the most. That this could be the easiest thing if I'd let it. But I'm too afraid of losing it all. Das ist ja abenteuerlich hier. Ja, das ist wirklich abenteuerlich hier. Wir hatten gerade einen wunderschönen Campingplatz. Ah, oh je. Ein bisschen rutschelig. Schon blöd. Das wird schnell durch. Nee, schnell ist nicht schön. Ja, also sauber durch. Wir hatten einen wunderschönen Campingplatz. Der ist aber leider voll, weil sich 21 Reisemobilisten angesagt haben, die in einer Reisegruppe fahren. Und deswegen müssen wir uns jetzt hier so einen Berg hoch quälen, einen Stellplatz zu finden. Das mag jetzt noch alles gehen, aber es ist wieder Regen gemeldet. Mal sehen, wie lange wir hier dann wohnen. Was sagt der Mann dazu? We have to look. Yes. We will see. Inshallah.